Uwe Behrens hat lange nun als Transportökonom nun in China gearbeitet. Ja, liebe Freunde, ich freue mich sehr, dass so viele Interessierte hier sind. Das ist eigentlich für mich etwas angenehm überraschend. Denn normalerweise, wenn ich Vorträge zu China halte, da sind nicht so viel interessiert und vor allen Dingen sind nicht so viele junge Leute da. Und das ist besonders, was mich freut. Und ich hoffe, dass dann auch Fragen kommen und auch kritische Fragen kommen, weil das Thema China, neue Seidenstraße, ja ohnehin ein sehr problematisches Thema aus der westlichen Sicht ist. Ich werde jetzt gegenwärtig immer wieder gefragt, ob die neue Seidenstraße überhaupt noch arbeitet, ob das noch funktioniert. Es ist ja, gibt ja diesen Konflikt in der Ukraine und da ist ja, sind die Bahntransporte zusammengebrochen. Neue Seidenstraße ist vorbei. Komplett falsch. Die neue Seidenstraße ist in viel, viel, viel mehr als dieser Zug von China nach Duisburg oder die einige Züge von China nach Europa. Und deswegen, um das mal klar zu machen, habe ich dieses Thema, was ich heute hier vortragen will, so bezeichnet: Die neue Seidenstraße ist mehr als ein Investitionsobjekt. Und um das zu beweisen und zu beleuchten, muss ich etwas mit der Geschichte anfangen. Aber keine Angst, ich fange nicht an mit Marco Polo, sondern ich fange an mit der Beziehung, die China zu Afrika hatte. 1964 wurde Sambia erfolgreich von der Kolonialzeit befreit, als Kolonie befreit. Und Sambia ist bekannt als ein sehr kupferreiches Land. Das Kupfer wurde mit einer Eisenbahn nach Durban transportiert und dann weltweit verkauft oder verschifft. Und die ehemaligen Kolonialherren waren natürlich nicht daran interessiert, dass Sambia das Kupfer verkaufen kann und waren noch weniger daran interessiert, dass Sambia Einnahmen hat, um andere Befreiungsbewegungen zu unterstützen. Was haben sie getan? Sie haben diese Eisenbahnverbindung nach Durban blockiert und Kupfer konnte nicht mehr exportiert werden. Daraufhin hat sich Sambia an die Weltbank gewandt, an England, an die USA, alle haben Nein gesagt. Und letztendlich hat sich Sambia an China gewandt und China hat dann einen 500 Millionen Kredit zur Verfügung gestellt und auch die Arbeitskräfte, die Ingenieure, die Technik, um eine Eisenbahnverbindung nach Dar es Salaam aufzubauen. Das kann man eigentlich als den Beginn der neuen Seidenstraße bezeichnen. Denn hier ist erstmalig die Hilfe zwischen einem sich auch von der Kolonialzeit befreiten Land China für ein anderes befreites Land eingesetzt hat. Und das ist im Prinzip der Grundgedanke der gesamten Seidenstraße. Ich komme dann weiter darauf zurück. So, in den Jahren 60, 70, sagen wir bis 78 entwickelte sich ja China nur sehr, sehr langsam mit all diesen inneren Konflikten und Problemen, die da existierten. Aber nach 1978, nachdem die Reform erfolgreich eingesetzt oder durchgesetzt wurden und China auch wirtschaftlich sich entwickeln konnte, hat China ebenfalls versucht, sich mit anderen neuen, also jungen Ländern, jungen befreiten Ländern in Verbindung zu setzen und hat auch schon in den 90er Jahren angefangen, an afrikanische Länder Unterstützung zu geben bzw. zusammenzuarbeiten, Infrastruktur aufzubauen. Als die Reformpolitik, die Öffnung erfolgreich war und dazu geführt hat, dass China eine große Infrastruktur, eine große Bauindustrie aufbauen konnte, Stahlindustrie aufbauen konnte, entstanden in den Anfang der
2000er Jahre große Überkapazitäten, in Bauüberkapazitäten und Stahlüberkapazitäten. Und China hat dann versucht, diese Kapazitäten einzubringen in praktisch die Entwicklung von Infrastruktur in Afrika, noch nicht so viel in Zentralasien, aber vor allen Dingen in Afrika. Da in dieser Zeit wurde die sogenannte Go-Out-Politik kreiert. Das heißt, Go-Out-Politik, die Regierung Chinas bzw. die Kommunistische Partei hat ganz bewusst Unternehmen aufgefordert, ins Ausland zu gehen, um im Ausland Infrastrukturprojekte zu übernehmen. Das lief über mehrere Jahre recht gut. China hat dann auch angefangen, in Zentralasien etwas zu machen. Und nun muss man wiederum die Reaktion der USA sehen. Im Jahr 1999 haben die USA oder hat die Regierung der USA damals den sogenannten New Silk Road Act beschlossen, der dann zwar nicht bestätigt wurde, aber man hat schon da die Vorstellung gehabt, man sollte eine Seidenstraßeninitiative übernehmen, um über Pakistan, Afghanistan praktisch in den zentralasiatischen Raum zu kommen und zwischen Russland und China gewisse Spielräume, strategische Spielräume aufzubauen. 2011 ist dann Hillary Clinton aufgetreten und hat ganz klar gesagt, wir müssen eine Seidenstraße initiieren, wir müssen hier uns stark machen. In der Zeit hat der spätere Präsident Trump schon Morgenwind gewittert und hat sich eine Wodka-Marke, einen Wodka-Namen schützen lassen, Trump-Wodka, in Anlehnung vielleicht an Gorbatschow-Wodka. Und er hat schon sich den Namen schützen lassen für eine Hotelkette in all diesen Stan-Ländern, Kasachstan, Usbekistan, Turkmenistan und so weiter und so fort. Richtig entscheidend wurde es dann, als der Friedensnobelpreisträger Obama die Wende nach Asien verkündet hat. Das war 2011. Die Situation für China war damals so, dass auf der einen Seite in den zentralasiatischen Ländern versuchen die Amerikaner mit ihren Verbündeten Fuß zu fassen, strategische Position einzunehmen. Es gab da auch schon bestimmte Niederlassungen, also militärische Niederlassungen, sodass praktisch die Westseite Chinas vom Land her eingekreist wurde und durch die Wende zu Asien, verkündet von Obama, die Seeseite angegrenzt wurde. Und in dieser Zeit haben sich die Chinesen sicherlich sehr genau überlegt, was tun, wie kommen wir da raus. Sie sind durch diese Obama-Politik wirklich eingekreist. Das war die Strategie, die die Amerikaner ja ganz offen gesagt haben, wir müssen China contain, also die sogenannte Containment-Strategie, wir müssen China militärisch eingrenzen, wirtschaftlich eingrenzen, politisch eingrenzen. So, China hätte natürlich jetzt reagieren können mit, Aggression, aber Xi Jinping hat dann 2013 in Kasachstan diese neue Seidenstraße-Initiative verkündet. Und diese neue Seidenstraße-Initiative hat mehrere Aspekte. Und das muss man, wenn man auf die neue Seidenstraße schaut, immer beachten. Es ist einmal, und das ist für mich als Verkehrsökonom immer interessant gewesen, dass man
Alternativen zu den Seerouten aufbaut. Man muss sich das vor Augen führen. Die Hauptschifffahrtslinien von Asien oder Ostasien, das ist genauso, also von China, von Japan, von Südkorea, verlaufen durch die Straße von Malakka, dann am Südzipfel des indischen Subkontinents, dann Horn von Afrika, Suezkanal. So, die Straße von Malakka ist eine relativ enge Seestraße, die durch ein Kriegsschiff im Prinzip blockiert werden könnte. So, China musste dazu eine Alternative finden und deshalb wurde diese Strategie aufgebaut, Landverbindungen zu entwickeln. Aus meinem eigenen Transporterleben kann ich sagen, ich habe mein ganzes Arbeitsleben, im Prinzip seit 1970 oder 69, mit der Transsibirischen Eisenbahn zu tun gehabt. Schon früher in der DDR wurden solche Transporte durchgeführt, dann später habe ich die Deutsche Reichsbahn in der Internationalen Eisenbahngesellschaft vertreten, um solche Eisenbahntransporte durch die damals Sowjetunion durchzuführen. Später dann in China hauptsächlich Eisenbahntransporte, dann später in Indien, wo ich genauso Transporte organisiert habe, die darüber liegen. So, für mich war das klar, China braucht eine Alternative. So, diese Landverbindung durch Kasachstan nach Europa, aber gleichzeitig weitere Alternativen von China durch Usbekistan, Kasachstan, Usbekistan, Turkmenistan, Iran, Türkei oder nach weiter Süden, dann bis nach Afghanistan über Usbekistan. Das war die eine Seite, um diese Alternativen aufzubauen. Der zweite Punkt war, die zweiten wichtigen Eisenbahnlinien waren die Eisenbahnlinie bis nach Singapur runter. Also praktisch durch den Süden Chinas, vom Süden Chinas über Vietnam, Malaysia, mit Abzweigung nach Laos, solche Verbindungen aufzubauen. Die Eisenbahnen existierten zum Teil aus der Kolonialzeit, waren aber nicht mehr funktionstüchtig und die Spurbreite entsprach nicht der Spurbreite, die in China angewendet wird. Es ist übrigens die gleiche, die wir hier haben. So, deswegen wurde dieses Programm einer Eisenbahnlinie bis nach Singapur über die verschiedenen Länder aufzubauen. Und das Entscheidende ist, an diese Eisenbahnlinie wurden immer Häfen angeschlossen. Das heißt, dass man mit einem Schiff praktisch zum Beispiel nach Thailand fahren kann oder nach Bangladesch und dann von dort eine Bahnverbindung hat nach China rein. Und man muss nicht durch die Straße von Malakka gehen. So, das ist der zweite wichtige Aspekt. Und immer war mit dem Aufbau dieser Eisenbahnstrukturverbindung das Industrialisierungsprogramm verknüpft. So, man hat, oder geht davon aus, und das geht zurück auf einen deutschen Nationalökonomen Friedrich List, dass die Basis für die Industrialisierung die Infrastruktur ist. So hat man also praktisch in Asien, Zentralasien, diese Infrastruktur aufgebaut, mit dem Ziel, dort Industrieknotenpunkte anzuknüpfen, beziehungsweise die Industrie dort, die nationale Industrie dort zu fördern. Für Afrika, ich hatte zum Anfang die ersten Beziehungen zu Afrika genannt, für Afrika stand das gleiche Thema. Afrika hat im Prinzip oder hat über viele, viele Jahrzehnte darunter gelitten, dass es innerhalb Afrikas keine Transportverbindung gab. Mein letzter Job war, für eine Hongkong-Firma zu arbeiten,
die in Afrika praktisch Inlandtransporte aufbauen wollte. Meine Aufgabe war es, Chinesen für Afrika auszubilden und Afrikaner für China. Das Problem war, dass Fabriken, die mein schönstes Beispiel war, da wurden so Gummilatschen hergestellt, in einer also millionenfachen, nicht Auflage, millionenfachen Produktion. Man konnte die nicht verkaufen. Die Unternehmer sind auf ihren Produkten sitzen geblieben. So, und diese Hongkong-Firma hatte die Idee, okay, wir bauen Inlandtransporte auf. Zum Teil über See, aber dann auch zwischen den einzelnen Ländern. Das Gleiche ist dann durch diese neue Seidenstraßeninitiative durch die chinesische Regierung, personifiziert durch Xi Jinping, praktisch eingeleitet worden. Also gesagt hat, wir müssen dort Infrastruktur aufbauen, damit der innerafrikanische Handel sich entwickeln kann. So, nun macht das China natürlich nicht aus Nächstenliebe, weil China sich freut, dass die Afrikaner sich entwickeln. Nein, China hat natürlich auch ein gewisses ökonomisches Interesse. China kann nur die Smartphones oder Computer oder Elektroautos nach Afrika verkaufen, wenn die Afrikaner Geld haben. Das heißt, wenn sie industrialisiert werden, wenn Wohlstand kommt. Das ist immer das so viel zitierte Wort Win-Win. Die Chinesen gehen davon aus, wir haben Gewinn, ihr sollt Gewinn haben. Und das ist diese Strategie. So. In Afrika ist das eigentlich sehr, sehr erfolgreich verlaufen. In Afrika bestehen einige neue Eisenbahnverbindungen, um jetzt praktisch innerhalb des afrikanischen Kontinents Transporte durchzuführen. Und an diesen Eisenbahnverbindungen sind Industrien aufgebaut worden. Und das ist eigentlich der Kern dieser Seidenstraße. So. Mal gucken, dass ich... So, und mit diesen Infrastrukturprojekten entwickelte sich natürlich der Handel zwischen China und Afrika. Und wenn man das jetzt aktuell sieht, der Handel wächst rapide in zweistelligen Zuwachsraten. Und vor allen Dingen, China öffnet immer mehr den eigenen Markt für afrikanische Produkte. Sodass praktisch das, was in Afrika hergestellt wird, wohl für den afrikanischen Markt ist, aber auch für den Export nach China. Und vor allen Dingen landwirtschaftliche Produkte werden aus Afrika nach China im zunehmenden Maße exportiert. Es wird immer viel darüber diskutiert, in der westlichen Presse, dass China versucht, mit den Häfen an der Seidenstraße, an der sogenannten Perlenkette oder in Afrika militärische Stützpunkte aufzubauen. Das ist tatsächlich nur in unserer Presse zu lesen. In Wirklichkeit ist das nicht der Fall, denn die meisten Häfen, in denen China investiert hatte, sind überhaupt nicht für militärische oder für militärische Schiffe geeignet, weil Flusszufahrten sind, beziehungsweise der Ausbau gestattet das gar nicht. Es wird immer diskutiert, dass China eine Basis in Djibouti hat. Ja, das ist richtig. Diese Basis wurde eigentlich auf Verlangen der westlichen Industriemächte und Schifffahrtsnationen errichtet, weil während der Zeit der Piratenangriffe am Horn von Afrika immer wieder die Forderung kommt, ihr Chinesen, ihr müsst auch euch daran beteiligen. Aber nun ist es relativ weit von China bis zum Horn von Afrika und da die Navy und die Marine zu unterstützen. Deswegen hat man diesen Stützpunkt aufgebaut, um praktisch eine Basis zu haben für den Piratenkampf gegen die Piraten. Der Stützpunkt wird gleichzeitig genutzt für die Blauhelm-Missionen,
Übrigens, China hat die höchste Anzahl von Blauhelm-Missionen weltweit. Darüber hinaus hat China in keinem anderen Hafen weltweit irgendwelche militärischen Stützpunkte eingerichtet und hat auch nicht die Absicht, sie dort einzurichten. So, das Entscheidende, warum die neue Seidenstraße oder diese Initiative von Investments, Infrastruktur, Industrialisierung so positiv von den Ländern angenommen wird, ist, dass China keinerlei politische oder wirtschaftliche Bedingungen stellt. Es gibt, Kredite von der Weltbank gewährt werden, immer die Verknüpfung, bestimmte Reformen durchzusetzen. Da gibt es den sogenannten Washington Consens. Und China aus eigener Erfahrung, wie sich China entwickelt hat, sagt eben, wir stellen keinerlei wirtschaftliche oder politische Bedingungen. Und uns ist es im Prinzip egal, ob diese Regierung, die Regierung des Landes für die Kredite oder Infrastrukturprojekte eingeleitet werden, ob die autoritär sind oder demokratisch sind. Uns ist es wichtig, dass wir mehr Handel machen können, dass der Wohlstand steigt und mit Wohlstand eine friedliche Entwicklung sich vollzieht. Dann wird von westlicher Seite immer wieder hervorgehoben, dass China versucht, mit diesen Krediten die afrikanischen Länder oder überhaupt die Nehmerländer versucht, in eine Schuldenfalle zu locken. Das bekannteste Beispiel ist der Hafen Hambantoto in Sri Lanka, just am südlichsten Zipfel des indischen Subkontinents. Dieser Hafen hat im Prinzip eine sehr wichtige Bedeutung für die internationale Schifffahrt, weil da die gesamte Schifffahrt von Asien nach Europa oder Afrika vorbeizieht. Das ist ein idealer Punkt als Hub für die Verteilung. Also große Mutterschiffe gehen zu einem Hafen und dann werden die Produkte oder die Ladung verteilt zum indischen zu Indien und auch im indischen Golf, so also praktisch nicht nur Indien, sondern auch Bangladesch und solche Länder. Deshalb gab es die Idee, diesen Hafen auszubauen, schon viele Jahre früher, bevor China überhaupt in Blick kam. Aber man hat gesagt, das Projekt ist zu riskant, das ist zu schwierig und das hat ein englisches Unternehmen abgelehnt, es hat ein kanadisches Unternehmen abgelehnt und letztendlich auf Bitten der sri lankischen Regierung hat China dann das Geld zur Verfügung gestellt und auch die technischen Möglichkeiten und Baukapazitäten, um diesen Hafen aufzubauen. So. Dieser Hafen ist konzipiert als ein praktisch Empfangshafen und Exporthafen für Sri Lanka, aber vor allen Dingen auch als Hub, also Verteilerhafen. Heute laufen die gesamten Autotransporte der koreanischen Autocarrier über diesen Hafen. Die großen Autocarrier gehen praktisch nach Hambantoto und dann werden die Autos mit Feederschiffen, so nennt man so die Verteilerschiffe, nach Indien verteilt oder bis Bangladesch. Das gleiche für Containertransporte und so weiter und so fort. So, als der Hafen in Bau war, gab es Regierungsprobleme. Der Nachfolger des Präsidenten hat dann den weiteren Bau abgelehnt, sodass das alles in Stocken kam. Und aus diesem Grund hat dann China gesagt, okay, wir leasen den Hafen für
99 Jahre. Wir betreiben den Hafen, aber der Grund und Boden ist nach wie vor, gehört nach wie vor Sri Lanka. Es ist nicht so, dass immer in unseren Zeitungen so zwischen den Zeilen als Halbwahrheit geschrieben wird, dass China den Hafen gekauft hat. Das ist nicht wahr. China betreibt den Hafen, China hat das Gelände geleased und auf dem Gelände dieses Hafens haben sie auch jetzt weitere sri lankische Firmen niedergelassen und haben praktisch die Funktion übernommen, die notwendig sind, um Schiffe zu betreuen, wenn die also Zwischenstopps dort machen, Reparaturen, Werften und alles. So, deswegen zeichnet sich es jetzt schon ab, dass der Hafen profitabel ist. Und die Steuern dafür gehen an Sri Lanka. Jetzt wird aber immer wieder gesagt, und man liest das ja heute gerade in den Zeitungen, dass Sri Lanka in wirtschaftlichen Problemen ist, hoch verschuldet ist. Dazu muss man wissen, dass die Schulden oder die Kredite, die Sri Lanka China schuldet, nur 10% der Gesamtschulden ausmacht. Die anderen 10% sind Japan. Und die anderen 80% sind BlackRock, Vanguard und so weiter und so fort. So, es stimmt also absolut nicht, dass China Sri Lanka in eine Schuldenfalle gelockt hat. Genauso kann man das in Einzelheiten darlegen für Flughäfen in Afrika und so weiter und so fort. Auch gleich zwischendurch. Die afrikanischen Schulden sind ähnlich gelagert. China hat einen Anteil zwischen 10% und 15% der verschiedenen in den verschiedenen Ländern an den Schulden. Andere sind alles Schulden zu den großen Investmentunternehmen. Das wird tunlichst verschwiegen. So, und China ist gegenwärtig bereit, mit allen möglichen internationalen Organisationen zusammenzuarbeiten, um Umschuldungsverfahren durchzuführen und so weiter, so, um diese Länder aus diesem Problem rauszubekommen. So. Das Entscheidende der Seidenstraße ist, also Infrastruktur aufbauen, Industrialisierung, versuchen Wohlstand zu entwickeln, Handel zu motivieren und weniger zu investieren, um Geld zu machen, also so wie die Investment Companies. Unsere Politiker und unsere Ökonomen, muss ich leider sagen, haben das nie richtig verstanden, weil sie immer versucht haben, aus ihrer Perspektive das zu sehen. China investiert dort, um praktisch Profit daraus zu ziehen. Nein, China zieht nicht den Profit aus dieser Autobahn, die da gebaut wurde. China zieht einen Vorteil daraus, wenn der Handel entwickelt wird. So, das ist das ganz entscheidende, Punkt für diese, Silk Road-Entwicklung. Die westlichen Länder haben zum Anfang, oder westlichen Politiker, Ökonomen haben zum Anfang immer über China gelacht. Das schafft China ja ohnehin nicht. Die haben sich übernommen und das geht alles in die Hosen. In der Tat, China, also die neue Seidenstraße ist wirklich ein Erfolgskonzept. Es wurden mindestens 3.500 größere Objekte in Angriff genommen, solche Projekte in Angriff genommen. Es sind von den ca. 190 Ländern, Mitglieder der UNO, ca. 140 Länder Mitglied dieser neuen Seidenstraße-Initiative, also die ein Memorandum of Understanding unterzeichnet haben, Deutschland nicht. Obwohl Deutschland sehr stark profitiert aus dieser neuen Seidenstraße, die Eisenbahnverbindung nach Duisburg. Aber die Länder haben jetzt, der Westen hat jetzt verstanden, dass die Chinesen was Erfolgreiches gemacht haben.
wir müssen da auch rein. Wir müssen aufpassen, erstens, dass die Chinesen nicht zu erfolgreich sind in Afrika, Lateinamerika, ich habe bisher nicht zu Lateinamerika gesagt, aber es ist genauso wichtig, Zentralasien oder Südostasien. So, deswegen hat im vergangenen Jahr Frau von der Leyen die sogenannte Global Gateway Initiative ins Leben gerufen. Also Connectivity zu erzeugen, also Verbindungen, Infrastruktur aufzubauen. Im Prinzip das zu kopieren, was die Chinesen gemacht haben. Auch die Amerikaner haben plötzlich realisiert, sie müssen etwas tun, um sich von den Chinesen nicht das Wasser abgraben zu lassen. Und sie haben dann die sogenannte Build Better, Back Better World Initiative ins Leben gerufen. Das heißt, sie wollen mit Investitionen eine bessere Welt zurückbringen. Beide Initiativen wurden 2021 initiiert. Es ist nichts passiert, außer Gerede. Und die Afrikaner, die Lateinamerikaner, die Zentralasiaten und Südostasiaten, also praktisch die der globale Süden, die haben klar erkannt, diese Initiativen sind nur gegen China gerichtet, aber nicht für die betreffenden Länder. Da nichts passiert ist und die G7-Länder realisiert haben, sie müssen was tun, hat der amerikanische Präsident Biden jetzt im Juni während des letzten G7-Treffens eine neue Initiative gegründet. Die Global Partnerschaft für Investitionen und Infrastruktur. So. Sie wollen diese beiden, Global Gateway, Build Back Better World, zusammenfassen in eine Initiative Global Partnership, also weltweite Partnership für Investitionen und Infrastruktur. Bisher weiß man auch noch nicht, was da wirklich gemacht werden soll. Es steht drin in dieser Veröffentlichung, dass diese Investitionen umweltgerecht sein müssen, dass sie Demokratien fördern müssen, nicht an Autokratien gegeben werden, und das finde ich am lustigsten, und diese Initiativen müssen gendergerecht sein. So, kann man nachlesen. Also ist nicht hier irgendwie, was ich hier so bringe. Kann man nachlesen, ist im Internet alles frei verfügbar. So, der G7, oder kurz bevor der G7-Gipfel stattfand, fand auch ein virtueller Gipfel der sogenannten BRICS-Länder statt. Zu erklären, BRICS-Länder, BRICS ist die Abkürzung Brasilien, Russland, Indien, China, Südafrika. Russland, die BRICS. So, während des G7-Gipfels hatten praktisch die G7-Länder Länder aus der dritten Welt oder aus dem sogenannten globalen Süden eingeladen, unter anderem Argentinien, und hatten versucht, diese Länder zu überzeugen, sich den Sanktionen und der Verurteilung in Russland anzuschließen. Aber während des G7-Gipfels, während der G7-Gipfel tagte, hat Argentinien den Antrag gestellt, Mitglied im BRICS zu werden. Warum? Weil die BRICS-Länder sich im Prinzip den Grundsätzen der neuen Seidenstraße angeschlossen hat. Also keine Einmischung in innere Angelegenheiten, keine politischen oder wirtschaftlichen Reformen anzufordern und so weiter und so fort, sondern für multilateralen Handel einzutreten. Im Nachgang
des BRICS-Gipfels und des G7-Gipfels haben weitere Länder einen Antrag gestellt, Mitglied im BRICS zu werden. So Indonesien, Iran, wollen mit Mexiko, glaube ich, noch. Algerien wüsste ich nicht. Nein. Aber zumindest, es ist so, dass durch diese Initiative, die praktisch die Design-Initiative, die sich niederschlägt in den BRICS-Foren und in anderen, da gibt es die Shanghai Organisation of Cooperation, ist eine Organisation, um praktisch Terrorismus, sie wurde gegründet, um Terrorismus zu bekämpfen in Zentralasien. Aber in der Zwischenzeit hat diese Organisation auch mehr wirtschaftliche Faktoren oder wirtschaftliche Aspekte mit eingeschlossen. So, all dieses zusammen führt dazu, dass praktisch eine, sagen wir, Verschiebung der wirtschaftlichen Potenziale stattfindet. Wenn man sich anguckt, welche Länder die Sanktionen gegen Russland einhalten oder sich den Sanktionen angeschlossen haben, dann sind das nur die EU-Länder, USA und einige Verbündete in den USA, Australien, Neuseeland, Japan, Südkorea. Es sind 36 Länder von 190 Ländern. Und wenn man sich das mal auf der Karte anguckt, dann sieht man, die G7-Länder, die ehemaligen Kolonialmächte mit ihren Verbündeten, Kanada war keine Kolonialmacht, aber alle anderen sechs sind die ehemaligen Kolonialmächte, versuchen ihre Hegemonie zu erhalten und unter, sagen wir nicht Führung Chinas, aber mit der Kraft Chinas und mit dem Beispiel Chinas, dass man sich dagegen entwickeln kann, verstehen die anderen Länder, ja, wir haben jetzt eine Alternative. Wir haben eine Alternative und müssen uns nicht der Hegemonie der Amerikaner, des US-Dollars und so weiter unterordnen, sondern wir können unsere eigene Politik betreiben. Und das ist das Entscheidende für die Seidenstraße. Deswegen sage ich, es ist wesentlich mehr als einfach Investition. Interessant ist für mich, als ich mich jetzt in letzter Zeit damit beschäftigt habe, mit dieser Konfrontation G7 und globaler Süden. Die Chinesen sind sehr, sehr skeptisch. Sie trauen im Prinzip dem Westen nicht. Sie haben in der Vergangenheit aufgeschaut. Okay, das sind gerade Deutschland, ist ein super industrialisiertes Land, pünktlich, die schaffen was und so fort. Sie haben mitbekommen, das stimmt nicht. Und sie haben mitbekommen, ja, es ist so, sie haben die Anerkennung Europas oder ganz besonders Deutschlands in der chinesischen Wahrnehmung ist rapide gesunken. Rapide gesunken. So, und dann kommen solche Dinge, dass zum Beispiel in Hannover eine große Statue steht von dem Oberbefehlshaber der alliierten Truppen, die den Boxeraufstand niedergeschlagen haben. Mit Tausenden, zigtausenden toten Chinesen. Diese Statue steht immer noch da und darüber spricht keiner. Aber die Chinesen wissen das und sehen das. So, wenn die Chinesen heute skeptisch sind, uns gegenüber, ist das kein Wunder. So, und für mich, damit komme ich zum Schluss, ist eigentlich die Schlussfolgerung, wir müssen aufklären, wir müssen unseren Menschen hier sagen, wie die Situation in Wirklichkeit ist. Dass China da mit der Seidenstraße keine aggressive Politik betreibt, um zu hegemonieren, sondern eine Politik zu betreibt, um multilateralen Handel zu treiben, um praktisch den Wohlstand zu fördern, so wie es China geschafft hat,
die absolute Armut zu überwinden. Schönen Dank.